Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jule, ich arbeite beim Bräuninger in Leipzig und bin bei den Style Coaches als Fashion-Expertin. Mode ist meine absolute Leidenschaft und damit möchte ich auch euch glücklich machen, also kommt vorbei. So, jetzt sind wir beide dran und gucken mal, was dir gefällt und vielleicht, wo ich dir ein bisschen ein paar Anregungen geben kann. Ja? Ich bin gespannt. Dann lass uns mal durchschauen. Strickhosen ist ein Thema. Ich weiß nicht, ob du es schon auf dem Schirm hast. Noch nicht? Probieren wir mal aus. Das geht so in so eine Richtung. Nur mal zum Ausprobieren. Das schaut auf jeden Fall bequem aus. Ja, ist ein bisschen höher tailliert. Und da zieht man einfach nur ein enges, kleines Top rein. Und dann mit einer Bluse gebunden. Also ganz frech. Und das ist so eine, also ich könnte es mir gut vorstellen, aber ich möchte es auch gerne mal ausprobieren bei dir. Weil das ist so ein absoluter Trend gerade aktuell. Gibt es bei verschiedenen Marken, wir haben es jetzt gerade bei Boss Casual, zieht sich aber eigentlich durch die ganze Saison durch. Du wirst es echt im Herbst, Winter ganz viel sehen. Ja? Okay. Leo hast du schon so ein bisschen erwähnt, ihr seid ein bisschen auf Kriegsfuß. Ein bisschen Leo-Sperre habe ich. Das ist jetzt nicht unbedingt Leo, aber ist in braunen Ghetto. Und was für absolut für Saison, auch für Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter, ist so der Lederfake mit. Okay. Könnte ich mir auch gut vorstellen Können bei dir. Wollen wir mal ausprobieren? Ja, klar. Einfach mal gucken, ob das ein Thema ist bei dir. Ein ganz süßes, freches Teilchen. Kannst du jetzt im Sommer ohne Leggings anziehen. Kannst du zum Beispiel im Herbst, Winter mit einer schönen Lederleggings anziehen. Ein paar derbe Boots dazu. Und im Frühjahr, Sommer ziehst du einfach einen süßen Piepton an dazu. Okay. Wir probieren? Probieren wir mal aus. Ich bin gespannt, wie das aussieht mit dem Hals. Sehr gut, sehr gut. Sieht also wirklich raffiniert. Ich habe es schon gesehen. Was ich auch sehr schön finde und ich glaube, vielleicht muss man auch mal so ein bisschen mutig sein und mal zu was anderem greifen, als was du nicht machen würdest. Garni ist eine ganz, ganz tolle junge Marke und ich glaube, das sind so Themen, die muss man einfach mal angezogen sehen. Du wirst jetzt sagen, oh, was will sie denn jetzt von mir? Ich würde dich gerne mal in dem Kleidchen sehen. Ist das okay für dich? Ja, probieren wir alles aus. Nur mal probieren? Mal gucken, ist mal was ganz anderes? Ja. Und ich glaube, du würdest nicht dazu greifen, ne? Nee, selber nicht. Selber nicht. Also mit dem Muster. Und vor allen Dingen mit dem heißen Ausschnitt. Ja. Und die Puffärmel. Und die Puffärmel. 80er Jahre. Das war was anderes. Ja, genau. Von Jeans her, was trägst du denn aktuell an Jeans? Mehr so Skinny Jeans und weiter nach oben, also High Waist. High Waist und Skinny Schmal nach unten. Genau. Okay. Bist aber offen für eine andere Form? Ja, doch, aber ich denke immer, dass es zu breit ist für mich, dass es mich breiter macht. Wenn es mal ein bisschen lockerer geschnitten ist oder so Boyfriend Jeans, habe ich immer ein bisschen Angst, dass es mich zu dick macht, also stark aufträgt. Deshalb muss es ja in der Taille dann wieder schön hoch sein. Ne? Ich würde gerne mal so ein bisschen verkürzterer, aber gerade geschnittener mal probieren. Du siehst schon, ist auch eine High-Waist. Das heißt, wenn du nach unten hin weiter wirst, dann musst du nach oben natürlich deine Taille betonen. Das ist klar. Also irgendwo muss es schön schmal sein. Ich habe noch ein cooles Teilchen, aber ein bisschen angehaucht an die 80er. Ich zeige es dir mal ganz kurz. Ich glaube, wenn das einer tragen kann, dann du. Du bist jung, du kannst alles tragen. Also viel, viel. Guck mal. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Schulterpolster. Yay! Kann man machen, wenn man das reinzieht, wie hier jetzt zum Beispiel. Und ganz cool, also du bist ja nicht ganz so groß, aber das wird noch mal ein bisschen in die Höhe gehen mit den Schulterpolstern. Und dann betonen wir hier deine Taille. Also kann ich mir super gut vorstellen bei dir. Aber wir probieren. Was dir nicht gefällt, ist probieren wir aus. Du sagst mir einfach Bescheid. Genau. Wenn wir hier ein ganz schlichtes Kleid nehmen mit einem coolen Gürtel rein und wirklich mal ganz entspannt, gar nicht viel drumherum bauen. So, guck mal hier wieder den Gürtel rein, einen schönen Sneaker dazu, dann betonen wir wieder hier die Schulterpolster und fertig. Cool. Probieren? Ja, gern. Okay. So, Angelika, Taschen. Ich glaube, jede Frau ist ein Fan von einer Tasche. Ja. Und wir stehen jetzt vor den MCMs, das ist auch so meine kleine Leidenschaft. Was ist denn deine Leidenschaft? Wo siehst du dich denn am ehesten? Also eher so Crossbody-Taschen, kleinere Taschen finde ich ganz gut, die sehr übersichtlich sind. Ich wollte gerade sagen, ich greife mal jetzt so hier rein, das ist ja so das Klassiker-Modell. Auch die Klassiker-Farbe, die ja zu allen passt, die kannst du ja klein machen. Ist auch mega süß, ne?
Die geht auf alles. Ja. Die kannst du auch, du wirst es sehen, wenn wir können die mitnehmen, dass wir die einfach mal kombinieren. Klein, ansonsten hast du hier die große. Ich glaube, das ist eher weniger was für dich. Ich glaube auch, je kleiner man ist und je größer die Tasche ist, dann erdrückt es einen natürlich auch nochmal. Also auch Tasche immer ganz wichtig, sage ich immer, muss auch zum Outfit passen im Endeffekt und muss auch zu der Frau passen, zu der Größe passen. Ich kann dir nur mal zeigen, was total angesagt ist. Die finde ich auch cool, ja. So. Absoluter Trend. Mhm. Also mit so einem kleinen Beutelchen drin und zum Zusammenziehen. Schön. Genau. Kegelförmig hier ist auch eine absolute Trendtasche. Mhm. Die ist auch sehr schön. Kann man auch zu vielen tragen, auch süß. Also was auch ein absoluter Favorit von mir ist, ist die Marc Jacobs. Mhm. Die ist wirklich richtig schön. Und was toll ist bei denen, die kannst du variieren. Wenn du mal Bock hast, sage ich mal, einen anderen Gürtel drauf zu tun, eine andere Schnalle. Das ist auch cool. Genau, dann hast du hier die Möglichkeit, noch mal ein bisschen mit deinen Outfits zu variieren. Und entweder du machst es ganz klassisch oder du ziehst noch mal eine andere Schnalle rein. Cool, dann hat man gleich eine andere Tasche. Irgendwie. Genau, also finde ich auch richtig, richtig cool bei denen. Cool. Genau. Ich habe ein paar Taschentrends für 2021 mitgebracht und ganz aktuell ist die Mini-Tasche und die ist echt sensationell. Die ist ganz klein für uns Frauen natürlich, wir müssen uns echt einschränken, so zum Thema kurz Lippenstift und Handy, meistens in der Form, in dem Format. Ansonsten ein ganz großes It-Piece für die Saison. Was ist angesagt? Weiterhin auf alle Fälle Farbe, deshalb habe ich die nochmal von Marc Jacobs mitgebracht. Pink, grün, blau in jeder Variation und die ist auch vom Format her tatsächlich größer. Man kann die auch nochmal variieren mit den Henkel, also so je nach Outfit auch nochmal schön umgestalten. Und was ist auch ein Riesenthema, andere Formen, zum Beispiel hier die Kegelform, wo man drin auch nochmal das eingesetzte Tuch mit drin hat, wo man auch wirklich alles schön zumachen kann. Ein großes Thema noch für 21 ist das vegane Leder, wird immer interessanter auch, sowohl in der Konfektion als auch bei den Taschen. Seitenfeld hat es nochmal mit aufgegriffen, mega schön auch in den Farben, in Gelb, in Blau, in Grün, wunderschön für die Frauen, auch ein ganz tolles Platzangebot. Also eine ganz, ganz tolle Tasche, auch ein It-Piece für 21. Ich sage nichts, du gibst mir mal ein Feedback. Cool. Also die ist sehr bequem, die ist voll richtig bequem. Okay. Ich erzähle dir vielleicht mal, was ich mir dabei gedacht habe. Ja? Erstmal haben wir einen schönen Trend aufgegriffen. Ja. Es ist wirklich eine schöne Strickhose, die betont deine Taille. Das heißt, hier oben ist sie höher angesetzt. Wir haben das Ganze nochmal unterstrichen mit der geknoteten Bluse, die auch ganz lässig ist. Die kannst du ruhig schön hochkrempeln. Cool. Die hat einen überschnittenen Ärmel, die kannst du auch auftragen. Oder wie gesagt, hier habe ich es für dich nochmal zugemacht, damit wir deine Taille schön betonen. Mhm. Ich finde, du kannst Farbe super schön tragen, deine Augen leuchten, kommen mega gut raus in dem Pink, sensationell. Das ist cool, ja. Und dazu, nimm dir ruhig, gönn dir einfach ein schönes Accessoire mit einer Tasche, rundest du einfach dein Outfit nochmal komplett mit ab. Was wir machen können, ist entweder du sagst, du möchtest schick weggehen mal und du möchtest ausgehen, dann machst du einen schönen hohen Absatz dazu. Das kann ein Plateau sein, das kann aber auch mal ein Pumps sein, ganz klassisch. Oder wenn du sagst, Mensch, heute will ich mal sportlich, dann machen wir einfach einen weißen Sneaker dazu. Ja? Also du siehst schon, ich finde es sehr, sehr lässig, sehr stimmig und sehr frech und jung. Also mir gefällt es ausgesprochen gut. Ja, bei der Hose bin ich mir ein bisschen unsicher, weil ich immer denke, dass es immer ein bisschen... Brauchst du aber in dem Fall tatsächlich nicht, weil guck mal, die schmeichelt dir hier wirklich, da trägt nichts auf. Im Gegenteil, wir betonen hier wirklich das, was wir betonen wollen, mit der Hüfte. Ganz lässig, die Taschen, so soll es ja auch sein, ganz bequem und ganz cool. Und du sagst ja schon, das ist so ein Wohlfühl, ne? Also die geht so richtig schön mit. Ganz, ganz viel Elastan und ein absoluter Trend für die Saison. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Ja? Okay. Das sieht aber schon cool aus. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Okay. Wir sind beide einer Meinung, sehe ich, richtig? Da reißt es auch nicht unsere sensationelle pinke Tasche raus. Nein, das tut's nicht. Also so im Kompletten würde ich es dir nicht geben. Da zieht es dir einfach auch die Farbe aus dem Gesicht raus. Das merkst du selber schon. Und
prinzipiell ein lässiges Outfit, aber hier für dich nicht typgerecht. Aber wir sind uns einig, das beruhigt mich. Nee, sensationell. Das nicht. Ja, erstmal was anderes mit den Schulterpolstern. Ja. Sehr ungewohnt. Ja. Aber es sieht irgendwie cool aus. Ja? Ja, ist irgendwie mal was anderes. Okay. Also ich würde auch hier nochmal das Trendthema mit aufnehmen, mit den Schulterpolstern. Mhm. Zieht dich gleich so ein Stück weit, ne? So ein bisschen nach oben. Genau. Was ich bei dir echt immer machen würde, wäre jetzt die Taille zu betonen mit dem Gürtel. Mhm. Ganz lässig. Einfach, das kann ruhig auch ein bisschen hängen hier in dem Fall. Um dass man hier auch wirklich, du sagst immer, ich habe Schenkel, ne? Mhm. Also hier ein bisschen weiter. Aber das stört nicht, wenn wir jetzt hier die Taille schön straff ziehen und betonen. Und ein bisschen Farbe geben wir dir immer. Mhm. Du merkst die rosa Tasche, die pinke Tasche, die begleitet uns gerade so ein Stück weit, weil es einfach ein sehr schönes Accessoire ist, uns einfach nochmal mit aufpimpt. Ansonsten habe ich dir hier ganz lässig einen kleinen weißen Sneaker mit dazu gegeben. So macht es das Outfit einfach auch ein bisschen sportlicher und jünger. Hey! Oh ja! Oh, das ist cool. Schön! Ich mag deine Reaktion! Oh ja! Cool. Also ein ganz lässiger, den müssen wir natürlich noch mal schön bügeln, ist klar. Ganz lässiger Jumpsuit, ein bisschen verkürzt in der Länge her, weites Bein. Mhm. Und da finde ich es auch mal ganz schön aufzugreifen. Du hast mir immer gesagt, Mensch, skinny, schmal. Mhm. Und du siehst, es macht echt auch eine schöne Figur, ein weites Bein, Culotte angehangen, ne? Also bloß in Form eines Jumpsuit. Und genau, ganz lässig mit Eingrifftaschen. Ich habe jetzt hier die Bluse nochmal aufgegriffen, die finde ich ganz charmant. Vielleicht nochmal ganz kurz die Tasche weg. Auch ein schönes It-Piece. Du siehst, du hast es dir selber ausgesucht, funktioniert immer. Der Jumpsuit ist ja süß gemacht mit diesen kleinen Trägern. Und wenn du jetzt die Bluse nicht möchtest als Ersatz, ich hänge es jetzt nur mal so kurz mit um, dann könntest du rein theoretisch eine kleine Jeansjacke. Ist auch so ein Must-Have, das geht immer, das kannst du zu allen mittragen. Sieht auch echt gut aus. Ja. Weißer Sneaker, du siehst, der begleitet uns gerade hier bei allen Outfits mit dazu. Also, passt, gefällt mir gut. Cool. Ja. Schön. Und wir sind wieder bei Pink, ne? Ja, die Farbe ist cool. Mega. Ja, die leuchtet so schön. Ja. Anders als das, was wir jetzt hatten die ganze sehr, Zeit. Ja, sehr, sehr anders. Komplett Leder, gell? Komplett Leder? Aha. Echt Leder auch? Schön gemacht auch? Schön ein bisschen angehaucht an die 80er mit den kleinen Puffärmeln, ganz süß und abgestuft. Was sagst du? Ich lasse das mal dich sprechen. Also es ist wirklich sehr, sehr ungewohnt, ganz komisch. Also ich würde es mir selber nie aussuchen. Ja. Ich würde mich, glaube ich, auch nicht rantrauen, sowas zu tragen. Also komplett Leder. Aber fühlst du dich wohl? Ungewohnt. Also ich gebe dir recht, ungewohnt, weil das, was wir vorher haben, war alles ein bisschen leichter, ein bisschen entspannter. Und das ist wirklich jetzt mal, das ist ja kein tägliches, das kannst du mal zum Weggehen mitnehmen. Und dann haben wir einfach mal noch eine Richtung gezeigt für dich, was du auch machen kannst. Und das kannst du super machen. Du siehst, wir holen immer wieder die Taille raus. Wir sind hier wirklich in einer Glockenform, also auch ganz entspannt, wenn du immer sagst, deine Schenkelchen, also ganz schön überspielt und greifen hier wirklich nochmal den Trendaspekt mit auf. 80er Jahre, Puffärmel. Mhm. Also ich finde, es kleidet dich unsagbar gut. Ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass es so gut ist, aber gefällt mir tatsächlich wirklich gut. Also, aber auch das nur eine Anregung für dich. Mhm. Aber es ist mal was anderes, das ist schon ganz cool, ja. Sehr gut. Also Leo ist nun mal bei mir auch so. Ja. Geht gar nicht, aber irgendwie sieht cool aus. Ja, ich finde es Hammer. Aber so ein bisschen was mit den Haaren, ne? Da ist natürlich jetzt so, jetzt habe ich zu viel, jetzt habe ich gefühlt zu viel Haar. Ja. Ne? Also ich denke, da würde jetzt, zum Beispiel hier würde es toll aussehen, wenn das Haar hoch wäre. Ja. Mal gucken, ob wir dann eine Variante finden. Schön. Ja, guck mal, da kommt der Steg raus. Genau, schön da raus. Kommt nämlich das genau ist dann. Wirklich ne? Schön. Oh, also ja, super. Das, so, das wäre natürlich cool. Mega. Ne? Wenn wir das so ein bisschen wegstecken. Mhm. Super schön. Und das muss gar nicht so, ist ja auch schon mal ein Tipp, ne? Das muss gar nicht so super streng sein. Ne? Nee. Wenn man jetzt ausgeht und sagt, man braucht mal eine Schnellvariante. Mhm. Also ganz lässig, oder? Ja, ganz einfach lässig. Einfach hochzwirbeln. Genau. Ja, okay. Genau. Guck mal, und ich tune hier unten noch ein bisschen.
Das heißt, wir betonen wieder die Taille. Wir greifen hier wieder ein absolutes Trendthema mit auf. Ja, also wirklich dieses Ballonartige steht dir unheimlich gut. Du kannst es im Frühjahr, Sommer, du kannst im Herbst, Winter eine Leggings dazu, ein Boots dazu. Also das ist ein Kleid universell. Ich mag es an dir sehr. Auch mit dem Look jetzt, wie es der Sven hat, sensationell. Mega. Also brauche ich nur hochstecken und dann... Das ist ja, super. Dann sind wir fertig. Rundet das das Outfit einfach perfekt wieder ab. Cool, mega. Ne? Aber da sieht man nochmal, wie das, oder was es ausmacht. Ja, wenn mit die Haare jetzt runter sind, wenn man den Hals freilegt. Cool. Mhm. Super. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Ebenso. Super. Jups. Oh ja. Ja. Sieht cool. Voll den Unterschied. Ja, ne? Okay. Krass, wie es dann drückt. Mhm. Schön. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dann macht bitte einmal auf den Abonnierknopf, dann einmal klicken und dann die Glocke. Nee. Liken, abonnieren, Glocke nochmal. Geil. Einmal liken, abonnieren und die Glocke. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.